Moin moin, auf dieses Videoprojekt habe ich mich schon lange gefreut, seitdem ich die Idee hatte und die Vorbereitungen laufen. Und zwar ist es ein gemeinsames Projekt mit anderen tollen Booktubern, die ich euch hier in diesem Video vorstellen möchte und die sollen auch selber zu Wort kommen. Ich habe euch ja bereits in anderen Videos Kanäle vorgestellt und das hat mir auch da schon sehr, sehr viel Freude bereitet. Aber in diesem Video soll es noch spezieller um eine ganz bestimmte Gruppe von Booktubern gehen, und zwar Fantastik-Kanäle. Fantastik-Booktuber, die in den Bereichen Horror und Fantasy lesen. Denn ich bin zwar der festen Überzeugung, dass es fast für jede Nische und für jeden Lesegeschmack einen Kanal gibt, wo man sagt, ja, der teilt meinen Lesegeschmack und da schaue ich sehr, sehr gerne rein und gucke mir jedes Video an. Diese Kanäle muss man aber erst finden und das ist genau das Schwierige, denn es gibt ja kein Verzeichnis. Natürlich habe ich auch viele Booktuber in meiner Abo-Liste, die überhaupt nicht meinen Lesegeschmack teilen oder nur zum Teil, die zwar auch Fantasy und auch Horror lesen, aber immer mal wieder. Und trotzdem möchte ich diese Booktuber in meiner Abo-Liste nicht missen. Da gibt es auch Lieblings-Booktuber, wo ich jedes Video schaue, obwohl ja, ich den Lesegeschmack gar nicht teile. Das liegt dann an der Person selbst oder dass man vielleicht das so interessant vorgetragen findet, dass man gerne mal über seinen Tellerrand hinausblicken möchte. Aber um diese soll es in diesem Fall nicht gehen. Die möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, weil sie mir natürlich genauso am Herzen liegen. Aber hier soll es eben um diese Nische der Fantastik-Booktuber gehen. Und da habe ich mich in den letzten Monaten für euch, für mich eben auf die Suche nach solchen Kanälen gemacht, die genau in diese Sparte fallen. Ich bin ja verschiedentlich vorgegangen. Ich habe bei YouTube einfach Suchkriterien eingegeben, um da vielleicht einfach auf neue Booktuber zu stoßen, auf neue Kanäle. Oder ich habe explizit auch Booktuber angefragt, die ungefähr denselben Geschmack haben, ob die mir vielleicht irgendwie jemanden empfehlen können. Dabei sind einige Booktuber rausgekommen, aber einige sind mir auch einfach zufällig über den Weg gelaufen, ob das nun durch Kommentare unter meinen Videos war oder aber durch Tags oder durch Verlinkungen in anderen Videos von anderen Booktubern, die ich schon in der Abo-Liste hatte. Also da ist einiges zusammengekommen und im Februar habe ich dann meine Auswahl einfach mal angeschrieben, ob die Lust haben, in diesem Video mitzumachen und sich vorstellen möchten. Und ja, wer Lust hatte, der hat mir dann im März sein Vorstellungsvideo zukommen lassen. Und jetzt ja, sammle ich sie alle in diesem Video und möchte euch ja, mit kurzen Worten euch einmal diese Booktuber vorstellen. Bevor ich damit aber beginne, möchte ich euch natürlich auch meine Lieblinge aus diesem Bereich, die ich schon vorher hatte, nicht vorenthalten. Die hätte ich jetzt hier nicht nochmal extra vorstellen müssen, weil ich eben finde, dass die entweder schon so lange dabei sind oder schon so viel Abonnenten haben und schon so viel Aufmerksamkeit, dass sie jetzt nicht hier als Neuentdeckung gelten könnten. Aber ich finde einfach, wenn man auf der Suche ist nach Fantastik-Kanälen, nach Fantastik-Booktubern, dann sollten diese hier nicht fehlen. Deshalb, wenn ihr gerne im Horror- und Fantasy-Bereich lest, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews vorbeischauen, bei Chrissys Kleine Welt, bei der lieben Julia vom Kanal Leseritter, bei der lieben Twig vom Kanal Bibliotab und auf jeden Fall auch beim Buchschnack bei der lieben Steffi und bei der lieben Sandra. Ja, das sind eben meine liebsten Fantastik-Kanäle, die sich hauptsächlich auch mit diesen Genres beschäftigen und diese Kanäle werde ich natürlich auch wie die Neuentdeckungen in der Infobox verlinken. Beginnen möchte ich mit der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Ihren Kanal habe ich durch ihre sehr, sehr ausführlichen Kommentare unter meinen Videos entdeckt und schon da haben wir gemerkt, dass wir einen sehr ähnlichen Lesegeschmack haben. Wie sehr ähnlich der ist, habe ich denn erst gesehen, als ich entdeckt habe, dass sie einen eigenen Kanal hat, der auch wirklich sehr frisch war in diesem Moment und ich habe mich so unglaublich gefreut, diesen zu entdecken, weil wirklich fast jedes Buch, was ich bei ihr entdecke, habe ich entweder auch schon gelesen, liegt auf meinem Sub, ist auf meiner Wunschliste oder wenn ich es noch nicht kannte, dann habe ich es meistens nach ihrer Vorstellung dann auch lesen wollen. Also wirklich sehr, sehr viele Überschneidungen in der High Fantasy, in der Dark Fantasy, in Kinderbüchern, in magischen Kinderbüchern, aber auch in der etwas düsteren Seite, in dem klassischen und atmosphärischen Horrorbereich. Ich glaube, was so ein bisschen abweicht, ist, dass sie auch ganz gerne mal so skurrile und schwarzhumorige und ja, spezielle, nicht Klassiker, sondern Krimis liest. Ich bin ja jetzt nicht so der Krimi-Fan, aber das lässt sich auf jeden Fall verschmerzen bei der.
hohen Trefferquote, die wir ansonsten haben. Und ja, dadurch hat sich jetzt auch ein wirklich schöner Kontakt hergestellt und wir haben jetzt auch unsere erste gemeinsame Leserunde und ich freue mich wirklich sehr, sie jetzt näher kennenzulernen. Was ich bei ihr sehr schön finde, ist, dass sie eine sehr ruhige und bedachte Stimme hat und ich finde, obwohl sie so leise und ruhig spricht, versteht man sie sehr, sehr gut und man hat immer das Gefühl, dass sie einen etwas zuraunen würde, zuflüstern würde und das hat irgendwie was Geheimnisvolles und gibt irgendwie dem Kanal noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Das ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut an ihr. Und da sie zusätzlich ja auch noch Buchhändlerin ist, weiß sie auch, wovon sie spricht. Und das ist eine weitere Parallele ja, zu mir, weil ich ja auch gelernte Buchhändlerin bin, auch wenn ich es nicht mehr praktiziere im Moment. Aber das ist natürlich auch ja, eine tolle Gemeinsamkeit, über die man dann immer wieder sprechen kann. Und sie soll sich natürlich auch selbst bei euch vorstellen. Also Film ab. Hallo liebe Ramona und ein herzliches Hallo auch an alle deine Zuschauer. Ich bin Franzi vom Kanal Tintenkrähe und ich freue mich riesig, dass ich bei diesem Videoprojekt mit dabei sein darf. Ich möchte euch ganz kurz meinen Kanal vorstellen, auf dem sich alles um die fantastische Literatur dreht. Ich lese Fantasy in all ihren Facetten und auch für alle Altersklassen. Das heißt, ihr findet von Kinder- und Jugendbüchern über High Fantasy, Urban Fantasy, eigentlich so gut wie alles, was fantastische Literatur zu bieten hat bei mir. Außerdem findet ihr hier und da so das ein oder andere Science-Fiction-Buch oder auch mal klassische Kriminalromane. Denn solange es in England spielt, es schön neblig ist und ein Mord passiert, bin ich eigentlich auch immer mit dabei. Ansonsten habe ich auch so meine Phasen, in denen ich viel Manga und Comic lese und die stelle ich dann natürlich auch vor. Vorrangig gibt es bei mir auf dem Kanal Lesemonate und halt auch Neuerscheinungsvideos. Das liegt bei meinem Beruf recht nahe, denn ich bin Buchhändlerin und daher habe ich auch immer die Neuerscheinungen gern im Blick und bereite die dann für euch in einem Highlight-Video pro Monat auf. Außerdem gibt es bei mir auch manchmal Einzelrezensionen auf dem Kanal und ich habe seit diesem Jahr auch noch eine Fantasy-Leserunde mit ins Leben gerufen mit einer lieben anderen Booktuberin, in der wir monatlich mit unseren Zuschauern zusammen eine Fantasy-Neuerscheinung aus dem letzten Monat lese. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig auf mich und meine Videos machen und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch auf meinem Kanal begrüßen zu können. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei Ramonas Video und den anderen Vorstellungen. Bis bald! Der nächste im Bunde ist der liebe Theo vom Kanal Lost Books. Diesen Kanal durfte ich kennenlernen durch Thorsten vom Kanal Toto liest. Ich habe euch ja gesagt, dass ich einige Booktuber angefragt habe, ob die vielleicht Tipps für mich haben und Empfehlungen. Und da hat Thorsten mir eben Theo empfohlen und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, denn Theo ist viel im Horrorbereich unterwegs. Er liest zwar auch Thriller und man findet auch immer mal wieder einen Klassiker und ein Sachbuch bei ihm auf seinem Kanal, aber wie er euch auch gleich selbst erzählen wird, sein Zuhause, sein Herz schlägt eben auch für die Horrorliteratur. Das merkt man. Und das finde ich wirklich klasse, denn er stellt nicht nur die typischen Horrorbücher vor, die man eben so kennt. Oft ist es halt auch Stephen King, was ich auch toll finde, weil ich selber Stephen King sehr, sehr gerne lese und finde ich auch seine Romane viel hergeben, dass man darüber sprechen und diskutieren kann und sich austauschen kann. Aber man möchte ja auch immer mal wieder ein bisschen was Besonderes entdecken. Und ich finde, das kann man bei Theo. Besonders finde ich cool, dass er sich immer wieder in Schale wirft. Er verkleidet sich, er schminkt sich, hat ein besonderes Make-up und verwandelt sich dadurch dann in schaurige, unheimliche Figuren. Das hat er besonders in seinem Horrorherbst gemacht. Da hat er, glaube ich, im Oktober ja, fast jeden Tag oder ich glaube jeden Tag sogar ein Video hochgeladen, wo er über Horrorfilme, über Horrorbücher und Horrorthemen einfach spricht. Und da hat er sich einfach passend immer wieder zugekleidet und das schien sehr, sehr aufwendig zu sein. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und für Horrorfans ist das natürlich genau das Richtige. Und ich hoffe, dass er das dieses Jahr auch macht, beziehungsweise uns auch in den anderen Monaten immer wieder mit schauriger Literatur versorgt. Besonders gefreut hat es mich auch, dass ich in seinem Regal, in seinem Hintergrund Gizmo entdecken konnte, den kleinen Gremling. Und genau solche nerdigen kleinen Details und Leidenschaften, die verbinden ja auch. Und ja, das macht einfach Spaß. Seine Videos sind sehr lebendig, mit viel Witz gestaltet. Und ich finde, es macht das Ganze unterhaltsam, weil er immer wieder Schnitte und auch wieder kleine Special Effects einfügt. Aber es geht natürlich hauptsächlich um die Bücher. Und darüber spricht er auch sehr charmant.
Eine kleine Herausforderung ist bei ihm immer mal wieder sein Dialekt, denn er kommt aus Österreich und das hört man ganz deutlich. Aber ich finde, das macht auch total den Charme seines Kanals aus. Und ja, genau davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen, denn er möchte sich natürlich auch bei euch vorstellen. Hallo, mein Name ist Theo und mir gehört der Channel Lost Books. Erstmal herzlichen Dank an Ramona für dieses tolle Projekt und dass sie mir es ermöglicht, dass ich euch jetzt mein Channel da kurz vorstellen kann. Klär mal vorneweg, sorry, falls mir irgendwer nicht zu 100% versteht, ich komme aus Österreich und ich gebe mir schon Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Manchmal. Mein Channel dreht sich zwar nicht nur um Horrorliteratur, in der Horrorliteratur ist aber auf jeden Fall mein Zuhause und dort kenne ich mich eigentlich am besten aus. Außerdem ist das das Genre, wo ich am besten mit Hintergrundwissen und ähnlichem protzen kann und darum stelle ich das Genre das ein oder andere Mal auf meinem Channel vor. Aber jetzt möchte ich zuerst einmal ein paar von meinen Inhalten näher bringen. Auf meinem Channel gibt es eigentlich schon einiges zu entdecken, seien es Rezensionen zu den verschiedensten Horrorbüchern bzw. Thrillern und ähnlichen, aber auch Klassiker und ähnliches. Außerdem habe ich im Oktober 2020 den Horrorherbst gestartet und jeden Tag ein Video aus den verschiedensten Bereichen der Horrorliteratur, seien es jetzt Bücher, Filme oder halt allgemeine Themen zu Halloween, ausgebracht und da gibt es auch einiges zum Sehen. Am Ende jedes Monats stelle ich außerdem meine gelesenen Bücher vor und die Highlights bzw. Lowlights kriegen auch nochmal ein eigenes Video, wo wir ein bisschen näher auf die verschiedenen Sachen eingehen. Generell denke ich, dass jeder Geschmack irgendwas auf meinem Channel findet und zurzeit bin ich ein bisschen am Ausbauen dieser Wissensschiene. Auch da wird es einen eigenen Bereich natürlich mit Horrorliteratur, die Anfänge dieser schaurigen Gattung und so geben. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf meinem Channel vorbeischaut. Und ja, herzlichen Dank nochmal an Tramona und wir sehen uns. Katrin von Dragon Stories teilt mit mir eine ganz besondere Leidenschaft, und zwar die Leidenschaft zu Drachenfantasy, wie man ja auch ihrem Kanalnamen entnehmen kann. Und das hat sie mir natürlich gleich von Anfang an sehr sympathisch gemacht, als ich sie entdeckt habe. Ich habe sie entdeckt durch ein gemeinsames Fantasy-Projekt namens Zeig mir ein Fantasy-Buch, das. Und da haben wir uns ja auch schon zu fünft mit fünf Fantasy-Kanälen zusammengetan. Und da habt ihr sie vielleicht schon auf meinem Kanal einmal entdecken können. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr, denn sie liest eben auch wirklich viel High Fantasy und eben, wo diese Drachen auch eine Rolle spielen, da ist sie auch immer wieder Feuer und Flamme. Sie spricht frei Schnauze, was ich wirklich klasse finde. Sie ist eine wirkliche Vielleserin, wie auch Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Die lesen echt viele, viele Bücher hintereinander weg. Echt der Wahnsinn. Darum geht es natürlich gar nicht, aber es finde ich dennoch sehr beeindruckend. Sie liest neben Fantasy auch ein bisschen New Adult, aber obwohl das überhaupt nicht mein Genre entspricht, mein Lesegeschmack, kann ich das verkraften, weil sie wirklich hauptsächlich und sehr, sehr viel Fantasy, Urban Fantasy, High Fantasy liest. Und da entdecke ich immer wieder Bücher, die ich eben auch in meinem Regal habe, vielleicht sogar aus meiner Jugend kenne, wo sie auch ihre ersten Schritte bei High Fantasy gemacht hat. Und das verbindet natürlich auch. Und ich finde sie wirklich eine sehr erfrischende Persönlichkeit, sehr offen und ja, wie gesagt, sie spricht so von der Leber weg in ihren Büchervideos und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ja, jetzt soll sie sich natürlich auch bei euch vorstellen, was bei ihrem Kanal so besonders ist und was ihr bei ihr so erwarten könnt. Hallo liebe Ramona und hallo liebe Abonnenten von Ramona. Ich freue mich sehr, bei diesem Videoprojekt mitmachen zu können und werde euch jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen was über mich erzählen. Also, mein Name ist Katrin, ich bin 27 Jahre alt und ich betreibe den BookTube-Kanal Dragon Stories. Auf meinem Kanal findet ihr vor allem Bücher rund um Lesemonate. Also, ich erzähle euch quasi, was ich in dem jeweiligen vergangenen Monat gelesen habe. Ich stelle euch Neuzugänge vor und Neuerscheinungen. Ich mache auch im Rahmen eines bestimmten Formates, und zwar Bücher für jede Jahreszeit, auch immer so ein bisschen ja an die Saison angepasste Buchempfehlungen und alles, was mir noch so einfällt. Am liebsten lese ich natürlich Fantasy, wie man hier auch im Hintergrund so schön sieht. Also das ist meine Homebase. Dazu gehört für mich auch Science Fiction und Dystopie. Ich lese aber auch sehr variationsreich. Also auch Romance gehört eigentlich fast jeden Monat zu den Titeln, die ich lese, weil das für mich eher so was für zwischendrin ist, wo ich gerne so quasi ein bisschen runterkomme und irgendwas Leichtes lese. Aber ich bin auch an Klassikern, Gegenwartsliteratur, historischen Romanen und sogar seit neuestem Thrillern interessiert.
Also, wie ihr sehen könnt, ich bin relativ breit gefächert, obwohl ich sagen muss, dass wirklich mein Hauptlesegenre eben die Fantasy ist und die Thriller-Kategorie ist auch erst seit neuestem ganz frisch dazugekommen. Also, wenn ihr Lust habt, guckt doch einfach mal in der Infobox. Ramona hat bestimmt meinen Kanal verlinkt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß mit den weiteren Videovorstellungen. Der nächste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, heißt Satzzeichenchaos und wird betrieben von der lieben Nina. Sie ist tatsächlich noch sehr frisch auf BookTube. Ich glaube, es sind irgendwie 8 Monate oder 9 Monate, die sie hier schon Videos platziert. Und ich finde es richtig cool, dass ich sie entdeckt habe, weil sie neben Fantasy eben auch Horror liest und diese Kombination eben nicht so oft vorkommt. Und das freut mich sehr. Auch sie ist so ähnlich wie Theo, dem Verkleiden sehr zugeneigt und da hat sie auch im Herbst oder Richtung Halloween sich wirklich immer wieder tolle kreative Kostüme ausgedacht, die wirklich sehr unheimlich sind. Und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auch wieder miterleben darf. Das ja, imponiert einen einfach. Das ist wirklich richtig toll, wenn man sich da so kreativ auslebt und das Video damit dann noch atmosphärischer, gruseliger gestaltet und dann gleichzeitig noch über Gruselbücher spricht, die eben dazu passen. Finde ich richtig, richtig klasse. Dazu hat sie auch irgendwie so einen schrägen, chaotischen Humor, der das Ganze irgendwie sehr lebendig und sehr sympathisch macht. Trotzdem ist sie irgendwie nicht überdreht oder zu flippig. Man kann ihr sehr gut zuhören. Sie liest neben Fantasy und Horror auch gerne Thriller, aber ich glaube, hauptsächlich ist sie da zu Hause. Welches Format ich bei ihr auch sehr mag, sind die Bookies, also so angelehnt an Quickies. Das sind wirklich ganz schnelle und kurze Rezensionen über Bücher, die man mal eben so durchschauen kann. Aber es gibt natürlich auch längere Formate, wo sie dann auch ausführlicher über ihre Bücher spricht. Aber das finde ich irgendwie erst alleine vom Namen her sehr niedlich gemacht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, oder ich weiß es, wie schwer es ist, in ganz wenigen Minuten auf den Punkt zu kommen zu einem ganz bestimmten Buch und wirklich alles Wichtige in ein paar Minuten rauszuhauen. Das fällt sehr, sehr schwer. Und deswegen finde ich es aber auch wirklich einen sehr interessanten Ansatz. Auch Nina dürft ihr natürlich in einem kleinen kurzen Vorstellungsvideo von ihr selbst kennenlernen. Hi, ich bin Nina vom Kanal Satzzeichenchaos. Beim Tag bin ich im Marketing tätig und in der Nacht, okay, das ist gelogen. In der Nacht schlafe ich. Ich gehe sehr, sehr früh ins Bett. Ich würde sagen, bei Tag bin ich im Marketing tätig, aber am frühen Morgen bin ich Buchbloggerin und Autorin. Also möchte gern Autorin. Also vielleicht bald Autorin. Also ich werde es sehen dieses Jahr. Seit dem ersten Fear Street-Roman, den ich als Kind gelesen habe, bin ich besessen von dem Genre Thriller und Horror. Zwar sind die Titel mittlerweile ein bisschen gruseliger, spannender und brutaler als zu meinen Fear Street-Zeiten, aber das Genre an sich gehört zu meinen absoluten Favoriten. Damit bin ich hier auf BookTube nicht ganz alleine, aber auf jeden Fall in der großen Minderheit. Ich lese aber natürlich auch gerne Fantasy, vor allem Urban Fantasy und auch mit Romance-Elementen, aber so eine richtige Liebesschnulze findet man auf meinem Kanal vermutlich nicht. Und wenn doch, bin ich vielleicht von Aliens entführt worden, was wiederum vielleicht eine gute Idee für ein Buch wäre. Auf meinem Kanal findet ihr jede Woche Dienstag den Bookie, wo ich eine ganz kurze Rezension mache zu einem der Bücher, die ich diese Woche gelesen habe, die dann meistens Thriller, Horrorbücher oder Fantasybücher sind. Und freitags widme ich mich einem größeren Thema. Da gibt es klassische BookTube-Themen wie mein Sub oder was ich gerne lesen möchte. Aber in meinem Leseecken-Thema des Monats setze ich mich auch hin und recherchiere vielleicht mal ein bisschen zu einem Genre oder zu einem Thema aus der Buchwelt. Wie auch schon gesagt, versuche ich auch, mich daran Autorin zu sein. Das ist einer meiner größten Träume, seit ich angefangen habe, schreiben zu lernen. Und ich habe es letztes Jahr geschafft, meine erste Kurzgeschichte zu veröffentlichen. Und dieses Jahr soll es dann ein ganzes Buch sein. Ich werde mich bei Verlagen bewerben und wenn nicht, werde ich es als Self-Publisher versuchen. Aber ich werde es auf jeden Fall auf meinem Kanal begleiten. Auf Satzzeichenchaos erwartet euch also eine bunte Mischung von allem, dazu ein bisschen Chaos, weil ich nicht immer mit einem Plan an diese Videos gehe, wie auch übrigens an dieses. Aber wenn ihr Lust drauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ciao!
Bei dem nächsten Kanal bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch ohne mich, ohne meine Vorstellung in den nächsten Wochen und Monaten sich irgendwie bemerkbar macht hier auf BookTube, denn er ist wirklich sehr aktiv in der Community, er macht viele Tags mit, er ist immer in den Kommentaren zu finden, er ist auf Instagram sehr aktiv, ist auch in den Live-Chats und Hangouts immer mit dabei und deswegen glaube ich auch, dass einigen von euch der Belletristik-Basti ein Begriff ist und das soll auch auf jeden Fall so sein, denn ich finde, er ist wirklich ein cooler und sympathischer Typ, der sich sehr viel Mühe gibt mit seinen Videos und auch er ist viel im Horrorbereich zu finden. Er liest aber auch Psychothriller, er ist selber in einer Band, dadurch ist natürlich auch Musik ein großes Thema bei ihm, die immer wieder in seinen Videos auch durchbricht, was das Ganze irgendwie auch nochmal, ja, irgendwie eine andere Note gibt. Im Horrorbereich ist er sehr Stephen King zugetan, aber er entdeckt auch gerade mehr und mehr den Fester Verlag für sich, was ich sehr spannend finde, so die ersten Leseerfahrungen da mitzuerleben und ich denke, dass da auch viel noch folgen wird und dass er auch noch viele Ideen hat. Er wirkt auf jeden Fall sehr kreativ und sehr lebendig in seinen Videos, auch humorvoll und auch er bringt einen charmanten Dialekt mit, denn er kommt aus dem Süden Deutschlands und auch das hört man ihn sehr an. Aber ich finde es auch einfach toll, spannend und interessant, die verschiedensten Booktuber aus den verschiedensten Regionen von Deutschland, Österreich und Schweiz kennenlernen zu dürfen und mich mit ihnen auszutauschen und das macht irgendwie die Community auch total aus hier. Und wie Basti sich selbst und seinen Kanal vorstellt, das hört ihr und seht ihr jetzt. Hi, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Basti vom Kanal Belletristik Basti. Und ich bin richtig happy und voll excited, dass ich heute in dem Video von der Ramona auf ihrem Kanal hier eine Rolle spielen darf, dass ich mich vorstellen darf. Und zwar habe ich diesen BookTube-Kanal vor ungefähr einem halben Jahr, letzten September, eröffnet und habe am Anfang nur normale Rezensionen gedreht, also für einzelne Bücher. Bin dann aber ziemlich schnell hinter diese BookTube-Welt gestiegen, habe mir viele Videos von meinen BookTuber-Kollegen und Kolleginnen angeschaut und habe auch sehr schnell viel Spaß drauf gefunden, Lesemonate zum Drehen oder Leselisten zu veröffentlichen oder Challenges auch zum Nehmen, Tags zum Drehen oder Bodyreads zu machen. Meine favorisierten Genres sind Horror und Psychothriller bzw. Thriller. Was ich gar nicht so gern mag, sind Krimis. Manche Leute behaupten ja, zwischen Thriller und Krimi ist nicht so viel Unterschied, aber so richtige Ermittlungskrimis, die turnen mich normalerweise komplett ab. Ansonsten darf ich euch gerne noch mein absolutes Lieblingsbuch vorstellen und zwar ist es S von Stephen King. Das ist für mich ein Beispiel, wenn mich jemand fragt, okay, was ist für dich das perfekte Buch mit der perfekten Story? Einfach ein Buch, das dich total gefesselt und gefangen hat. S von Stephen King. Da könnt ihr auf gar keinen Fall falsch liegen. Und ja, Stephen King ist sowieso so ein spezieller Freund von mir. Leider nicht persönlich, aber ich stehe einfach ultra, ultra, mega, total auf seine ganzen Bücher. Die tauchen natürlich immer wieder bei mir am Kanal auf. Aber es gibt da andere Dinge zu entdecken. Ich mag ja gern Musikerbiografien oder historische Romane zum Beispiel vom Ken Follett. Beziehungsweise lese ich ja hier und da ganz gerne mal ein Sachbuch mit einem pädagogischen Hintergrund, weil das ist so das, wo ich in meiner professionellen Arbeitswelt in die Richtung gehe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für mich. Wenn ihr jetzt Bock habt, meinen Kanal zu abonnieren, würde mich das sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte heute hier und jetzt noch viel Spaß mit den anderen Kanälen, die hier vorgestellt werden. Ich bin schon sehr gespannt auf den Moment, wenn ich das Video dann endlich sehen kann. Wir sehen uns. Der Kanal Lilliteratur von der lieben Lilly ist so ein Beispiel dafür, wie schnell ein Kanal auch durch die Finger rutschen kann oder gar nicht bekannt sein kann, obwohl der Kanal schon längere Zeit existiert und auch schon mehrere Abonnenten hat. So ähnlich ist es auch bei dem Kanal von Katrin, also Dragon Stories. Beide haben über 1000 Abonnenten und man möchte meinen, dann sind sie doch eigentlich schon bekannt genug, aber ich kannte diese Kanäle nicht. Die sind mir erst durch die Recherche, durch das Fragen und Suchen erst bekannt geworden. Und genau deswegen möchte ich sie hier euch auf jeden Fall auch vorstellen. Es ist eigentlich egal, wie groß und wie viele Abonnenten die Kanäle haben. Wenn man sie gerne guckt, dann soll man sie auch weiterempfehlen. Und für mich waren es jetzt eben Neuentdeckungen und deswegen
weil es euch ja auch so gehen kann, möchte ich euch sie auch vorstellen. Ja, und die liebe Lilly, sie ist selbst auch Autorin und nimmt uns immer wieder auch mit, wie es ist, Autorin zu sein. Und ich glaube, ihr Format heißt Let's Talk. Das wird sie euch gleich auch noch mal ein bisschen vorstellen. Aber das finde ich auch besonders spannend, wie sie uns mitnimmt im Autorendasein und die verschiedensten Punkte, ob das nun das Finanzielle ist, das Plotten ist oder der Schreiballtag, Schreibblockaden und so weiter und so fort. Allein das finde ich schon sehr spannend, aber sie liest auch extrem viel und auch extrem bunt in der Fantasy durchweg, also Urban Fantasy, ich glaube auch so ein bisschen Romantasy, aber auch High Fantasy, da ist sie wirklich auf jeden Fall überall mit dabei. Sie macht viele Einzelrezensionen, was das Ganze natürlich auch sehr aufwendig macht. Aber ich finde es auch spannend und auch schön, dass es immer noch Booktuber gibt, die Einzelrezensionen machen, obwohl diese ja nicht so viel geklickt werden wie größere Lesemonate oder andere Formate, finde ich Rezensionen, Einzelrezensionen immer noch sehr wichtig, weil man da eben auch sehr explizit und detailliert auf das einzelne Buch eingehen kann. Und bei ihrer jungen und erfrischenden Art ist das auch wirklich schön, ihr bei ihrer Leidenschaft zuzuhören. Und genau davon sollt ihr euch jetzt selbst überzeugen, wenn sie sich und ihren Kanal kurz vorstellt. Hi Leute, mein Name ist Lilly von Lilliteratur und ich bin 21 Jahre alt, betreibe meinen YouTube-Kanal seit ungefähr 2 Jahren und bei mir gibt es hauptsächlich Fantasy-Buchrezensionen. Es gibt bei mir aber auch Videos zum Thema rund ums Schreiben. Die Rubrik nennt sich Let's Talk. Da gibt es immer mal wieder einfach ein paar Beiträge, auch Zuschauer inspiriert dann. Und ich veranstalte auch oft Fragerunden auf meinem Instagram-Account, der ist mit meinem YouTube-Kanal verbunden. Und dann beantworte ich eure Fragen rund ums Thema Schreiben oder Bücher oder Lesen oder zu mir als Person in einem gesonderten Video. Anfang des Monats mache ich bei mir immer einen Book-Haul. Im Moment ist das natürlich alles online. Und ich nehme euch dann auch mit eben zum, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Auspacken. Und am Ende des Monats gibt es bei mir immer einen Lesemonat, wo ich euch alle Bücher, die ich im vergangenen Monat gelesen habe, nochmal vorstelle und kurz zusammenfasse. Generell ist mir auf meinem Account sehr wichtig, dass alles ein großes Miteinander ist. Ich halte nichts von Hater-Kommentaren oder keine Ahnung was. Ich bin generell auch so eine Person, ich habe es gern, wenn alle sich mögen. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung und ich finde auch gerade angeregte Gespräche über ein besonderes Thema auch in den Kommentaren sehr interessant. Ihr könnt euch auch sicher sein, dass ich mir jedes Kommentar durchlese. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, ich möchte, dass es alles eher freundschaftlich und freundlich vonstatten geht und es nicht irgendwie ausartet oder keine Ahnung was. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz super herzlich bei der lieben Litera bedanken. Ich finde es mega, mega cool, dass sie dieses Projekt hier gestartet hat und hier außer mir noch einige andere vorstellt. Ich finde, das ist so ein großes Miteinander statt Gegeneinander. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee und habe auch tatsächlich schon bei Litera an einem Fantasy Book Tag teilgenommen. Das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich bin generell auch so ein Fan davon, dass so diese Bookstagram und Booktube-Gemeinde sich so ein bisschen zusammentut und eben den Mehrwert, den wir durch Bücher und Lesen und sowas verbreiten, so ein bisschen connecten einfach. Ich finde es wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, eine tolle Idee. Danke an der Stelle, liebe Litera, und damit verabschiede ich mich dann auch. Ich hoffe, den ein oder anderen von euch auf meinem Account wiederzufinden. Der vorletzte Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist nochmal was ganz Besonderes. Und zwar hat Jasmin vom Kanal Buchpflaume eine sehr, sehr interessante Nische für sich herausgepickt, beziehungsweise sie hat sie nicht für sich rausgepickt, das ist einfach ihre eigene Nische, die sie gerne mit euch teilen möchte, mit uns teilen möchte. Und ich glaube, dass nicht jeder diesen Buchgeschmack teilen wird, aber wenn, dann ist das eine richtige Perle von einem Buchkanal und die man wirklich als Geheimtipp bezeichnen kann. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz besondere Bücher bei ihr entdecken kann. Sie ist natürlich auch der Fantasy und besonders der klassischen Horrorliteratur sehr zugetan. Man findet bei ihr aber nicht nur Horror. Man merkt eben auch, dass sie, ich glaube, beruflich sehr viel mit Kunst und Design zu tun hat, beziehungsweise dass auch eine Leidenschaft von ihr ist, allein wie die Videos gestaltet sind und wie sie spricht und
ja, wie man so den Hintergrund sieht und so weiter. Das hat schon eine besondere Atmosphäre und ich glaube, dass man da wirklich tolle Buchschätze entdecken kann. Und ich bin gespannt, wie sich der Kanal noch so entwickelt, denn sie ist wirklich ganz frisch auf BookTube. Ich glaube, 3-4 Monate ist sie erst hier und deswegen gibt es natürlich auch noch nicht so viele Videos von ihr. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt und was sie uns alles noch für Bücher vorstellen wird. Aber diese Leidenschaft für den klassischen Horror, die teilen wir auf jeden Fall und auch für das besondere Buch, auch wenn ich natürlich auch mal im Mainstream im Bereich bin, wo viele die Autoren und Bücher kennen, bin ich immer wieder auch auf der Suche nach besonderen und speziellen Büchern, die ich euch gerne dann vorstellen möchte. Und ich glaube, dass das auch Jasmins Anspruch ist. Von ihrer ruhigen, angenehmen Art, der besonderen Atmosphäre in ihren Videos und des speziellen Buchgeschmacks dürft ihr euch natürlich jetzt selbst ein Bild machen, wenn sie sich euch vorstellt. Hallo ihr Lieben, erstmal möchte ich mich bei Ramona ganz herzlich bedanken, dass wir neuen Booktuber die tolle Möglichkeit haben, uns hier vorzustellen. Vielen Dank dafür, Ramona. Und dann kommen wir auch schon zu mir. Ich bin Jasmin von dem Kanal Buchflaume. Meinen Kanal gibt es noch relativ kurz, also seit Ende letzten Jahres, 2020. Und genau, der Grund, warum ich überhaupt mit dem Buchkanal angefangen habe, also es gab viele Gründe, aber eines der Hauptgründe ist unter anderem, dass ich ein sehr großer Clive Barker-Fan bin und im realen Leben tatsächlich keinen Austausch hatte oder keine Gleichgesinnten gefunden habe. Es gibt ja sehr viele Stephen King-Fans, dazu gehöre ich nicht. Stephen King ist aber selbst auch ein großer Fan von Clive Barker und beschreibt ihn immer wieder als sein Vorbild. Ja, und ich würde mich einfach freuen, wenn sich durch meinen Kanal vielleicht da ein Austausch entsteht oder der ein oder andere Clive Barker-Fan sich erkenntlich erweist oder zeigt. Genau. Was werdet ihr generell auf meinem Kanal finden? Das werden Bücher aus dem Kunstbereich sein, Bücher, die generell sich mit Kreativität befassen, Biografien, die unterschiedlichsten Biografien, auch Kunstbiografien, Psychologie wird ganz viel dabei sein und Fantasy, unterschiedliche Arten von Fantasy und natürlich den klassischen Horror. Ich bin großer Fan vom klassischen Horror. Ramona hat auch gesagt, wir können gerne unsere Lieblingsbücher, also 1 bis 2, vorstellen. Das ist mir tatsächlich schwer gefallen, weil das bei mir auch recht stimmungsabhängig ist. Das kommt halt aufs Genre an und ich glaube, da habe ich auch immer so bei jedem Genre so 2 bis 3. Dann ist mir aber tatsächlich doch noch ein Buch eingefallen. Ich weiß nicht, ob man das als ein Lieblingsbuch beschreiben kann. Es ist ein Buch, was mich halt einfach mein Leben lang begleitet und auch noch weiter mein Leben lang begleiten wird. Und ich spreche von Der Wolfsrau von Clarissa Pinkola Estes. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber dieses Buch ist für mich quasi wie eine Bibel. Und ich lese eigentlich immer wieder in verschiedenen Lebenslagen dieses Buch durch. Ja, da werde ich auf meinem Buchkanal nochmal näher drauf eingehen, weil es ein sehr komplexes Buch ist. Es gibt das männliche Pendant dazu, das ist der Eisenhans. Ich meine, der ist auch ein wenig dünner. Aber dieses Buch, wenn man es so bezeichnen mag, dann ist dieses Buch wirklich immer bei mir und begleitet mich. Genau. Ja. So viel zu meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal gerne rüberschaut oder vielleicht auch ein Abo dalässt. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute. Tschüss!
Und last but not least möchte ich euch noch die liebe Johanna vom Kanal Leserausch vorstellen und ans Herz legen. Sie ist eine richtige Allrounderin, was das Fantasy-Genre angeht. Ich finde, sie liest ganz bunt durchmischt von High Fantasy über Urban Fantasy. Science Fiction ist dabei. Auch mal Klassiker in der Fantasy liest sie. Sie liest sehr viel auf Englisch, was ich sehr bewundere. Aber ihr müsst euch da jetzt nicht fürchten. Die meisten Bücher, die sie da vorstellt, die gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und ich finde, das Gleiche spiegelt sich auch in den Formaten wieder, die sie vorstellt. Auch da ist irgendwie alles dabei, alles, was man so kennt an den beliebten Formaten. Ob das Lesemonate sind, ob das Vlogs sind, ob das Sub-Challenges sind. Also da auch da findet ihr die verschiedensten Formate. Ich finde, sie hat eine sehr authentische und natürliche Art, wie sie die Bücher vorstellt. Also da ist nichts übertrieben oder gestellt. Und das macht das Ganze natürlich umso sympathischer. Und davon dürft ihr euch jetzt selbst überzeugen, wenn sie sich euch vorstellt. Hallo, ich bin Johanna vom Kanal Leserausch. Und ich freue mich riesig, dass ich hier ein Teil von diesem kleinen Videoprojekt von Ramona sein darf, die ja verschiedene Booktuber und Booktuberinnen vorstellt. Und erstmal ein sehr großes Dankeschön an dich, Ramona, dass du uns die Möglichkeit gibst, hier unseren Kanal vorzustellen. Also ich bin Johanna und ich bin 27 Jahre alt. Ich mache seit ungefähr anderthalb Jahren YouTube-Videos und es geht ja auch hauptsächlich um Fantasy-Bücher. Ich lese nämlich so 80% nur Fantasy- und Science-Fiction-Bücher. Manchmal verirrt sich auch ein Thriller oder ein Liebesroman auf meine Leseliste, aber meistens sind es tatsächlich dann doch Fantasy-Bücher. Und auch da ist es sehr durchwachsen. Ich lese gerne Urban Fantasy, ich lese gerne auch Jugendfantasy, also für jüngere Leser, High Fantasy. Ich bin auch ein großer Sarah J. Maas Fan zum Beispiel, aber ich lese auch Brandon Sanderson sehr gerne. Genau, und darum dreht es sich so auf meinem Kanal. Hauptsächlich findet ihr Lesemonate und Vlogs. Neuzugänge-Video zum Beispiel drehe ich gar nicht, weil ich immer das nicht so einsehe, darüber über Bücher zu reden oder Bücher in die Kamera zu halten, über die ich noch gar nicht urteilen kann. Aber ansonsten, ja. Fühlt euch willkommen auf meinem Kanal und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja nach dem Video mal vorbeischauen. Ja, das waren sie tatsächlich, meine 8 neu entdeckten Booktuber aus dem Bereich Fantastik. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Schaut auf jeden Fall bei allen Kanälen vorbei, ob es etwas für euch ist. Dann lasst ein Abo da und auch liebe Grüße von mir. Schreibt natürlich auch eure Geheimtipps oder eure liebsten Fantasy- und Horror-Booktuber in die Kommentare. Da stöber ich natürlich selbst auch sehr, sehr gerne, weil ich einfach gesehen habe, wie groß YouTube ist und wie groß BookTube geworden ist und dass einem da einfach viele Kanäle durch die Lappen gehen und da braucht man einfach Unterstützung und da ist es schön, wenn man sich gegenseitig Tipps gibt. Und bevor ich euch jetzt aus diesem Video entlasse, möchte ich nochmal allen teilnehmenden BookTubern danken, dass sie hier mitgemacht haben und so kreativ waren und sich überlegt haben, wie sie sich euch jetzt hier präsentieren können. Und ich möchte gerne für noch mehr Horror- und Fantasy-Buch-Content sorgen, indem ich jetzt alle teilnehmenden Kanäle nochmal tagge. Und zwar zum einen zu meinem Horror-Tag, den ich gemeinsam mit zwei anderen BookTubern ausgedacht habe. Das ist der Gänsehaut-Tag. Und wenn ihr eher in der Fantasy zu Hause seid, dann möchte ich euch zu meinem Fantasy-Tag nominieren, der schon etwas älter ist, aber trotzdem ja immer noch hier ja online ist und vielleicht habt ihr ja Lust, den wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und zwar ist das der Vielfalt der Fantasy-Literatur-Tag. Beide werde ich natürlich nochmal unten in der Infobox verlinken, dass ihr euch den anschauen könnt. Also wenn ihr beide noch nicht mitgemacht habt, dann macht das doch gerne. Ich würde mich sehr freuen, von euch davon in der nächsten Zeit irgendwann ein Video vorzufinden und vielleicht, dass ihr noch weitere ja, Menschen taggt, wenn ihr Lust habt. Das war es jetzt aber auch wirklich von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!